So Leute, da bin ich wieder. Ich musste wirklich neu starten und die Mission nochmal spielen. Aber wir haben jetzt diesen Raumanzug gekriegt. Diesen mittleren. Den finde ich persönlich ganz hübsch. Ja, gefällt mir ganz gut. Und dann lasst uns mal die Mission jetzt loslegen. In der Hoffnung, dass es auch gehen wird. Schauen wir mal. F1 ist Mobi Class. Mittlerweile. Also, ihr seht, es ist deutlich weniger geworden. Ich muss ja nochmal die Mission fliegen. Also. So. Dann. Raus aus dem Mobiglas. Jetzt versuch's mal auf die herkömmliche Weise. Vielleicht hat es damit zu tun, dass er sich dann irgendwann mal aufhängt. Keine Ahnung, an was das liegt. Genau. Wieder raus. Hier sieht man nämlich von hinten. Finde ich ganz cool gemacht eigentlich, den Anzug. Aber den konnte man ja früher auch schon in 3-Punkt-Dingsbumslos spielen. Irgendwie so. 2-Punkt-3-Punkt-1 oder so war das. So, jetzt müssen wir wieder zur ICC Probe. Uns die Mission abholen. Hoffentlich fixen sie das irgendwann mal hier. Naja, egal. Im Übrigen, also ich habe jetzt wirklich so lange gebraucht, dass jetzt Portugal und Island 1-1 gespielt haben und das Spiel ist zu Ende. Also können Sie sich vorstellen, was da an Zeit drauf geht. An dem ganzen Spaß. Und dann gucken wir mal weiter. So. Dahin. Und Abschuss. So. Müssen wir uns wieder das Gequark anhören von der alten. Ich glaube, die Mission ist ziemlich bekannt. Die nächste wäre die neue ist. Also ich muss fast jetzt am Stück spielen. Gucken wir mal, wie schnell wir das jetzt durchliefern können. Ach, der wartet auch. Okay. So, gucken wir mal. Und ready. Ich hoffe, ich habe getroffen. Und dann versuchen wir mal, der guten Prinzessin da zu helfen. Also die Mission ist eine relativ bekannte hier. Für alle, die das Spiel schon spielen oder die da schon drin sind in der Materie. Für alle, die das zum ersten Mal jetzt sehen, ist es einfach so, dass da jetzt ein Überfall stattgefunden hat und wir die Crew oder beziehungsweise wir die vor Piraten jetzt retten müssen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und die danach folgende, die habe ich mal gespielt, bin dann aber hops gegangen, weil ich gedacht habe, ich kann beim nächsten Mal weiterspielen. Bin halt raus und habe feststellen müssen, nee, du musst wirklich die ICC Probe Missionen am Stück spielen. Contact. Genau Contact. Begin da haben wir es schon. Begin scan. Contact. Guck mal. Missile lock. Hauen wir mal ein bisschen raus. Oh, was? Ich kann nicht schießen. Warum kann ich nicht schießen? So. Weil die Entfernung noch zu groß war. Ist der dahinter oder ist der davor? Oh, das war ja wieder klar. Schön, dann strafen wir mal schön rum. Um die Ecke her. Versteck dich nicht, du hässlicher Pirat. Bleib mal stehen, ich sehe hier nichts. Ja, schön, wenn du dich von alleine auflöst. Dann brauche ich dich nämlich nicht beschießen. So. Was ich an den neuen Piraten hasse, an der KI, die haben irgendwie das Bedürfnis, immer auf dich drauf zu fliegen. Oder stehen zu bleiben.
So. Die Missile hat gesessen. Gut. Also das war's schon. Shields recharge. Wenn ich mich nicht irre, wir gucken wir trotzdem mal nach. Missionen. Genau, das war's sozusagen. Und jetzt bekommen wir nämlich die nächste, die Security Guard Post. Die bekommen wir erst, wenn wir die ICC gespielt haben. Davor bekommen wir die leider nicht. Und da wäre, glaube ich, schon die nächste Report to. Ja, genau, die machen, müssen wir, glaube ich, abgeben. Wir müssen nicht, aber können. Oder? Bin ich jetzt doof? Wir machen es einfach mal. Und dann bekommen wir die hier, die Security Guard Post, also nach dieser Mission. Und die ist nämlich ganz cool eigentlich gemacht. Habe ich jetzt eigentlich gesagt. Ja. Nice. Gut. Wir haben ja ein bisschen Zeit, ich glaube, die Mission oder das Video mache ich ein bisschen länger für euch. Weil dann sind wir jetzt irgendwo bei 20 Minuten, dann machen wir halt mal eine 30er Version draus und eine 40er Version, schauen wir mal, wie sich das ausgeht. Ja, es ist immer, kurzer Content wird geschaut, langer nicht. Entschuldigung. Toll. Ah, mit der Maus kann ich auch Flares machen, okay, gut. Aha. Wie wollen wir die Mission jetzt machen? Die Piep-Piep-Mission. Eigentlich wollte ich die jetzt nicht machen, ich wollte wirklich die Secure Guard Post machen, damit ihr die auch mal seht, weil die ist wirklich neu. Aber die kommt eigentlich immer erst dann, wenn man die G2 gemacht hat. Schau mal, weil man dann so gut ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jawohl, dann machen wir erst die Security Guard Post, würde ich sagen, und dann schauen wir uns die nächste Mission an, die ICC. Und sollte ich es nicht schaffen, von der Zeit her, dann machen wir einfach einen zweiten Teil los. So ein paar, zwei oder so. Können wir eigentlich jetzt schon machen. Ne? Jetzt schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal, wir hoffen mal nicht, dass hier so viele Bösewichte sind. Fliege ich richtig rum hin? Landing Mode engaged. Landing Mode. Ich bin nur wieder verkehrt drauf. So. Wir holen uns die. Genau, wir holen uns die Erlaubnis. Na, noch ein Stück. Ich habe eh schon automatisches Landen. Finde ich persönlich sehr geschmeidig, das automatische Landen. Man ist da viel stressfreier. Und das ist gar nicht so schlecht. Außerdem könnte ich jetzt schon aussteigen. Schon vorher. Man könnte sozusagen schon ready machen. So, Waffe zücken. Man weiß ja nie, was hier rumläuft. Hier läuft wirklich alles rum. Und ich weiß immer noch nicht, warum ich mein kleines Visier da nicht habe. Oder mein Zoom-Visier. Mein Kimmel und Korn. Oder? Kimmel, Korn? Was ist da? Ich glaube schon. Egal. So, schnell rein. Immer im Schatten bleiben. Immer im Schatten bleiben. So. Und auf alles schießen, was sich hier bewegt. Glaubt mir, auf alles schießen, was sich hier bewegt. Wir müssen hoch. Das andere ist die eine Mission. Genau. Report. Ich habe die nämlich schon mal angezockt, die. Und die wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Das ist nämlich eine richtig
coole Mission. So. Ah, wo geht's hier hoch? Da geht's hoch. Was ist denn hier drin? Oh cool, das kenne ich noch gar nicht. Aha. Free Weapons. Free Armor? Cool. Das kenne ich noch gar nicht, den Raum, der ist neu dazugekommen. Krankenstation, die kenne ich. Aber ich bin nicht krank. So. Hier müssen wir rein. Genau. Und dann machen wir Report of Duty. Oh, was ist denn hier los? Also war in einem Schrank verloren. Genau, das war schon. Lockout. Und End Contract. Genau. Quinn, please fix this. Da muss man schon mal was ganz machen. Was kommt hier mal? Nix. Kann was usen, aber ich kann es doch nicht usen. Gut. Dann schauen wir mal ins Menü rein. Das war jetzt echt eine easy Mission. Habe ich dafür jetzt UEC? Ach nee, ich muss die noch fett abgeben, oder? Wo steht sie? Doch? Aber warum ist sie hier nicht aufgelistet? Report ICC Probe for Travel. Okay. Ach, vielleicht weil ich so gut war. Weil ich zwei Missionen gemacht habe. Keine Ahnung, wie das System funktioniert. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr das wisst. Wie das System hier funktioniert. Schauen wir uns die nochmal an hier. Die. Oh, hier ist. Hä? Was neu gemacht? Können wir mal lesen. Na! Na! Das ist noch gleich geblieben. Da ist auch nichts neu. Und hier wird auch nichts Neues sein. So. Schnell, 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 schnell. Schnell abhauen. Kein Bock. Depressure. Pressure. Pressured. Rot heißt eigentlich für mich immer so nicht so toll, ne? Ist aber egal. Ne, passt. So, wo steht meine Titan da? Oh Gott, wo bin ich denn ausgestiegen, Alter? Meine Güte! So, und? Können wir jetzt da runterjumpen? Man kann da im Übrigen so hier, da sieht man das, wenn man anvisiert. Der Arm ist so ein bisschen buggy noch. Das macht aber ein gutes Bild. Gefällt mir schon sehr gut. Also für eine Alpha. Da kenne ich ganz andere Alphas. Ui! Ui! Plumps! Plumps! So. Zack. Und weiter geht's. Ich habe im Übrigen vergessen, hier das Taktiklicht anzumachen bei einer Mission. Aber manchmal ist es nicht so gut, ein Licht anzuhaben. Vor allen Dingen in so einer Basis, da fällt man so schnell auf. Oh, schön wieder rausgebackt. Das passiert neuerdings häufig seit der PTU. PTU. Seit dem Live-Release von 2.4. Vorher war es nicht so oft. In 2.3.1. Also da hat die Titan ein großes Problem noch. Ich hoffe, dass das irgendwann mal gefixt wird, wirklich, weil
so eine Titan. Titan? Ja. Avenger. Die ist eigentlich schon cool, aber mit solchen Bugs. Naja, die Starfarer und Co., die haben auch alle irgendeine Macke. Ich glaube, es gibt in dem Spiel kein Schiff, was perfekt ist, oder? Jo, dann lasst uns noch schnell darüber juckeln, dann wird das vielleicht eine. Ja, eine gute 30-Minuten-Folge. Ach, war ja klar. Wo haben wir hier den nächsten? Da haben wir ihn. Sehr gut. Und Abschuss. Pssiu! Jawoll! Ja, ja, wir kümmern uns schon drum. Shields up. Rotom travel. Initiated. So geil. Piep, piep, piep. Das ist so geil. Piep, piep, piep. Ja, wir schauen uns das an. Wir holen ein bisschen Kohle. Da haben wir mal ein paar Missionen mehr gemacht. Eigentlich wollte ich nur eine machen, aber. Bin ich jetzt vorbeigeflogen? Ah, okay, passt. Oh, warum blinkt es denn da oben? Dann muss ich da hoch, oder? Ja, okay. Immerhin haben sie das jetzt mittlerweile so gemacht. Das war früher viel bescheidener. Also in 2.3.1. Da ist man reingeflogen und dann war das irgendwo hinter so einem Asteroiden. Und da konnte man immer ewig suchen. Immer ewig. Ewig, ewig, ewig. Wow. So. Jetzt kommen bestimmt wieder zwei Piraten. Oder drei oder vier. Und machen mich frisch, oder? Oh, ich wusste es. War ja klar. Ich wollte jetzt eigentlich nicht kämpfen. Bleib doch mal stehen! Wow, Alter. Das Schiff hat sich zu langsam aufgelöst. Ui! Sie gleich dort. Zack! Hey, nein! Ich wollte jetzt gerade sagen, hey Alter. Was? Wer schießt denn hier auf mich? So, machen wir es jetzt. Darf ich jetzt aussteigen? Sound, Alter. Als ob irgendwas kaputt ist bei meinem Schiff. Die Frontwaffe. So. Alles aussteigen, bitte. Und ab geht's. Waffe ist schon draußen. Licht. Bin ich? Da bin ich. Immer warten, ne? Die ganzen Sequenzen. Das dauert schon immer ewig. So, nicht sterben. Nicht sterben. Gar nicht. So, sind wir? Wo macht's piep, 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 piep? Wie war das? Piep, piep, piep. Das da, oder? Das Grüne? Ne, das muss rot sein. Das Grüne ist was anderes. Was ist, wenn es noch offen? Was ist denn das Grüne? Ich hab da schon eine Knarre, Alter. Blöd. Da macht's piep, piep, piep. Ja? Na. Was
deinen Kopf da weg. Was ist das? Achtung. Das wird mal bestimmt wieder so eine Blackbox sein. Da wäre schon cooler, wenn irgendwie noch Leben, also wenn man da hinkommt und man müsste irgendjemand mitnehmen oder so. Das wäre schon irgendwie cooler gemacht. Runter? Runter? Ist der hier raus? Alter. Drück den Knopf. Das Essen, oder? War ja richtig unheimlich. So, aber ich glaube, da gibt's nicht. Also, da waren noch mehr grüne Sachen, aber die wollte ich jetzt nicht alle einsammeln. Die Folge geht eh schon viel zu lang. Vor allem, wenn ich jetzt dann schon noch die andere Folge zusammenschneide vor dem Abbruch. So. Ich glaube, jetzt sind wir's, oder? Wir gucken nochmal nach dann im Cockpit. Ich vermute, dass das etwas. Oh nee, oder? Nee, bitte. Nein, nein, nein. Oh. Hey Leute, da rutscht einem echt das Herz raus, ne? In die Hose. Wenn man da so raustroppt aus seinem Schiff. Weil ich glaube, das kennen sehr, sehr viele von euch. Die Star Citizen selber schon gespielt haben, dass man auf einmal so, ups, 30.000 Kilometer oder 3.000 Kilometer oder keine Ahnung wie lange von seinem Schiff weg ist, mitten irgendwo in der Pampa steht, das ist nicht immer nett, das macht nicht immer Spaß. So, auf ein neues. Nein, jetzt komm jetzt rein hier, Mann. Alter, brech dir noch die Knochen. Hast schon recht. So, rein mit dir. Mein Gott. Nochmal ein neues. In der Hoffnung, dass... Hey, jetzt kommt die Sequenz richtig. Super. Ich verstehe halt auch nie, warum sie das nicht so machen wie bei der... Wie heißt sie? Bei der Stalker. Dass man von vorne einsteigt. Weil die Stalker hat das ja auch vorne. Und die Kiste hat ja auch einen Schleudersitz. Okay. So, gucken wir mal. ICC, neue Mission wäre das. Boah, Leute. Das Report. Na komm, wir fliegen schnell rüber. Das machen wir jetzt noch schnell. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, jetzt sind wir. ICC Probe. Ich glaube, das ist das Falsche. Da oben ist er. Oh. Ich will da nicht durch. Schauen wir mal rüber strafen können, ob das schon reicht. Strafe, strafe, strafe. So, und. Abschuss! Und dann gucken wir mal. Also wenn jetzt nochmal eine Mission kommt, dann hören wir auf. Dann reicht's für heute. Und dann sind wir bei 30. Ja, dann sind wir ja schon bei 40 Minuten. Guckt sich halt kein Schwein an.
Also, da braucht halt wieder einer unsere Hilfe. Der ist wieder irgendwo in der Pampa. Aber das geht jetzt dann noch doch ein Ticken zu weit. Und da würde ich sagen, machen wir hier einen Break Hitler ja leider nicht. Ich muss alle wieder durchspielen. Da machen wir hier einfach einen Cut. In der Hoffnung, dass ich das nächste Mal wieder in der Nähe bin. Wo ist denn hier Port Olisa? Quantum Travel So, schauen wir mal, ob wir ihn getroffen initiated. haben. Dann machen wir hier einfach jetzt einen Cut, machen das Ganze Schluss. Psst. Scheiße, ich sehe gerade Bilder, die extrem lustig sind. Quantum Travel complete. Contact begins. Ja, so, nehmen wir ICC Probe. Mann, wo ist denn der große, fette, dicke Planet? Da. Quantum Travel initiated. So, eigentlich müsste ich jetzt noch zum Reparieren fliegen und so, aber das können wir das nächste Mal machen, wenn wir irgend so eine, vielleicht so eine Outlaw in Anführungsstrichen Mission machen. So, sind wir hier richtig? Landing Mode. Landing request approved. Contact. Passt, brav. Begin scan. Steht ein Freelancer. Und eine Aurora LX. Quatsch, LN. Jo! Dann sind wir hier fleißig gelandet. Wir können hier schon aussteigen. Na? Hier raus? Sollte doch gehen. So. Genau. Richtig. Landing complete hat er schon gesagt. Genau. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ui, was für. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, Leute. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst, einen Kommentar da lasst. Und vielleicht ein Abo. Denn. Achso, ich habe jetzt so einen coolen Raum, also ich könnte ein Bildchen machen. So ein. Hey. Hey, Kollege. Schau mich an. Warte, so, hier. Blick in die Sterne. Zack. Genau. Lasst doch mal ein Abo da, Kommentar, Daumen. Und gerne, was ich vielleicht als nächstes machen kann. Oder ob ihr auch solche Probleme habt mit dem Spiel. Hin und wieder mit den Bugs. Wie vorher mit diesen Einfriesen oder so. Oder. Ob ich mir doch den großen fetten Anzug holen soll oder so ein Race-Suit. Sagt da einfach mal Bescheid und dann machen wir das zusammen. Ja? Also dann, haut's rein, Leute, und ich bin für heute raus. Es ist schon sehr spät. Ich bin fertig mit den Nerven. Also, ciao, ciao, Leute.